Hallihallöchen, Jungs und Mädels. Willkommen zurück zu The Witcher 3. Und wir sind in Velen unterwegs. Und erkunden und retten gerade, halb Velen. Und ich höre hier immer so ein Hacken. Ich verstehe es nicht so ganz. Hier höre ich es nicht. Immer so ein auf Stein irgendwas mit einer Spitzhacke oder so. Aber jetzt höre ich es nicht mehr. Hier oben hört man es nicht mehr. Ist egal. Wir gehen einfach mal weiter. Und wenn da was wäre, können wir immer noch dahin zurückkehren. Irgendwann mal. So, es kommt die Reise zur großen Mitte hier. Aha. In Frischlow sind wir gerade. Haben eine Wegmarke, also eine Schnellreisekreuzung freigeschaltet. Und da hinten. Nee, das war ein Ast. Das sah eben so aus, als wäre das einer, der so im Wind tanzt, aber das, wird geäst sein von so einem Gebüsch. Aber denn hier? Einen kleinen Burgfried, hä? So ein kleines Türmchen. Und das war's auch schon. Ein versteckter Schatz. Huch. Aha, da liegt einer an Schild. Naja, er ist mehr tot, als er jetzt chillen würde. Oh, Notizen, die blutverschmiert sind. Okay, Zwergeschnaps und eine versunkene Truhe. Alles klar. Erstmal Inventar und Briefen lesen. Erinnerung für mich selbst. Kleine Insel mit Ruinen oder einer Brücke aus roten Ziegeln. Das ist der Ort. Es sind noch Spuren von einem Lager auf der Insel. Ich werde die versunkenen Ruinen durchkämmen müssen. Dort ist eine Truhe zu sehen. Ah. Das heißt, da wo wir jetzt gerade sind, oder? Ach, da drüben. Okay. Kommen wir da durch? Untersuchen? Oh! Oh, hoppla! Ah, was? Hey! Einfach da reingefallen. Schau an. Hier sind überall Schätze. Diamantstaub, Dunkeleisenbarren, kleiner Dasbog-Runenstein und Alkohest. Und da drüben ist doch eine Truhe. Kommen wir da durch? Ich hoffe, wir kommen da durch. Ah, Diamantstaub, Dunkeleisenbarren, noch ein Dasbog-Runenstein und nochmal Alkohest. Quasi das gleiche nochmal. So, wir holen Luft. Oh, hier liegt eine halbe Stadt vergraben nur. Boah, wie heftig. Wir müssen uns zuerst um diese Viecher kümmern. Okay, den zweiten habe ich auch erwischt. Wo ist der dritte? Direkt unter uns, ne? Ah, musstest du erst nachladen, Geralt. So, alles klar. Ab nach oben. So. Okay, einmal tief Luft holen und runter. Der Ertrunkene eben. Ah, eine rote Truhe. Nee, doch nicht rot. Aber zwei Stück davon. So. Oh, gemerisches Stahlschwert. Und Teufelsbovist verbesserten. Schön. Gott, hier ist eine halbe Burg ins Wasser gefallen. Irre.
Alles klar. Auch das haben wir mit Bravour gemeistert. So, ich glaube, ich gehe lieber an Land und renne dann weiter. Ich glaube, wir sind da schneller. Und so ganz ohne Musik ist es ein bisschen still hier draußen. Hallo, Musik. Ich hätte gerne ein bisschen Musik. Hallo? Ich glaube, der Walkman ist der Akku ausgegangen oder so. Dem Walkman, Genitiv. So, machen wir mal einen kleinen Triathlon. Nur ohne das lästige Radfahren. So, noch 100 Schritte. Knapp. Lass mich raten. Ein Banditenversteck oder ein bewachten Schatz? Ah. Ja. Die Aufteilung ist so klar. Hallo. Ja, ja, komm. Ruhe da. Bäh. Bäh, i Bienen. So, gleich zwei Stück auf einen Streich. So, ein paar Honigwaben. Was haben wir hier? Eine Truhe, natürlich. Chernobog-Runstein, eine kleine Irdenglyphe, eine kleine Artglyphe, Dunkeleisenerz, einen zindarischen Gambison, wieder mal, und Fallenstellerstiefel. Okay. Auch den haben wir. So, naja, hätte ich jetzt nicht wirklich setzen müssen, die Wegmarke. Ist ja um die Ecke. Und das ist bestimmt ein Monsternest. Das ist immer so ein Schema. Oh. Olenas Hain. Eine verlassene Stätte. Was ist denn das für ein Zeug? Ach, das sind diese Endriagen-Viechers, ne? Das ist fürs Hauen. Kann aber nicht wahr sein. So, hier sind noch welche. So, one hit. Okay. Sehr schön. Ah, wie schön. Die Sonne geht auf. Und die Leute kehren zurück und müssen jetzt den ganzen Müll wegräumen. Aber es geht ihnen gut soweit. Zumindest sieht so aus. Schön. 20 Erfahrungspunkte. Lohnt sich ja total. Aber egal. Wir wollen es ja komplett haben. So, da drüben ist noch eins, eine kleine Insel. Das könnte ein vergrabener Schatz sein. Was für ein Guss. Wo wieder mal ein Toter da liegt, der einen Brief bei sich hat und einen Schlüssel. Könnte ich mir vorstellen. Und könnte es mal aufhören zu regnen? Sag furchtbar. Oh. Es regnet und regnet. Wieso wächst hier eigentlich nichts in Velens? Verstehe ich nicht. Hier müsste es blühende Felder ohne Ende geben. Warum wächst hier nichts? Ach so. Ja, komm. Geschenkt. Ein Monsternest. Okay. Lag ich doch nicht ganz richtig. Feini. Feini, feini. Hier kommen die Ertrunkenen hier. Ich sollte es zerstören. Aber selbstverständlich. Plupp.
Ja, yeah, cool. Alles klar. Die Reise geht weiter. Und zwar... Muss mal gucken hier. Da ist noch ein Monsternest. Da müssen wir auch nochmal hin, ne? Wir müssen zumindest das Brettchen mal lesen. Okay. Nächster Halt. Ah, nochmal schwimmen. Heute macht wirklich Geralt sein Seepferdchen. Oder sein Freischwimmer. Machen wir es mal so rum. Und das meinte ich eben, ne? Die See kann ja ruhig aussehen, aber so ein bisschen Wellengang, wie man es hier sieht, das ist fürs Auge auch was Schönes, ja? Aber das in Skellige ist es ja richtig ein toter See. Das ist ja... Da ist ja keine Bewegung drin. Da ist auch nichts im Wasser und so. Das ist unglaublich, wie verschieden das ist. Na, während hier schon ein paar mehr Wellen jetzt angehen. Aha, da hätten sie eine ganz kleine Hütte. So eine Arbeiterhütte. Und ein Boot. Mhm. Boah, das Abendrot, ne? Ein Banditenlager. Tötet ihn! Einsatz, Leute, Einsatz! Bringen wir es zurück. Ah, Mist. Hä, wo ist denn der? Ach, da hinten. Komm nur. Hey ho. Bringen wir's zu Ende. So. Mal kurz hier die Seite rasiert. Okay. Auf zum Schatz. Der hier drin ist, hä? Silberbarren, Zwirren, Silber, Baumwolle, ein Dunkelstahlbarren, 20 Spaltbolzen, 20 stumpfe Armbrustbolzen und eine Armbrust. Alles klar. Klingt doch ganz gut. So, da unten ist der nächste Ort. Plötze. Beifuß. So. Wir machen einen Ausflug zusammen. Ich hoffe, wir kommen da einigermaßen hin, weil hier ist ein ziemlich hoher Berg mit einem ziemlich monströsen Baum da oben drauf. Und der Wind, der wird immer schlimmer hier. Der holt sich ja einiges zurecht. Komme ich da irgendwie hoch? Da sehe ich einen Weg, einen Pfad. Ich bin gerade ein bisschen versucht. Wobei da oben, das ist schon da oben. Ah, oh, wir können den Mond sehen, wie schön. Na komm schon, das schaffst du. Ja! Die Stelle kenne ich aber von irgendwoher. Die Stelle kenne ich, das ist das Bermuda-Dreieck hier, wo ich mal gefangen war. In so unsichtbaren Wänden. Ich gucke mal ganz genau, von wo wir kommen. Ich glaube, wir machen doch kehrt. Hier ist der große Baum, ne? Ich gehe mal dahin. Wo ist das von hier? Das ist in der Richtung. Wir müssen da runter. Das ist genau die Stelle. Hier waren wir schon mal. Wir müssen runter zum Weg. So, hier ist der Weg. Ist das ein Weg? Ist doch kein Weg. Guck mal, wie das hier hochgeht. Wir steigen mal vom Plätze ab. Weil da kommt Geralt alleine besser hoch. Also auch da kommt Geralt nicht hoch, okay. Wie kommen wir zur Hölle da hoch? Na,
Ah, nee, 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 nee. Okay, das klappt so nicht. Vielleicht von einer anderen Stelle des Berges, weil ich weiß, da sind wir mal hingeblieben. Und zwar vom Feinsten, sage ich euch. Vielleicht von da aus, vielleicht andersrum. Vielleicht außenrum. Nein, 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 nein. Nicht runterrutschen. Springen. So. Das sieht schon ein bisschen vielversprechender aus hier drüben. Wobei... Hier ist dann auch rum, ne? Wie komme ich da hoch, Gottverdammt? Okay. Also die Springtaktik, die klappt hier nicht. Obwohl es da echt, ich sag mal, besteigbar aussieht. So, ich gehe mal ganz vorsichtig. Okay. Knapp. Aber hier beginnt der Berg schon so steil, dass man gar nicht hoch kann. Okay. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Berges. Das sieht schon ein bisschen begehbarer aus hier. Ja. Da sehe ich auch eine Brücke und so. Okay, wo sind wir jetzt? Okay, wir müssen dahin. Sieht schon mal ein bisschen besser aus als vorher. Guck mal, hier gibt es richtige Infrastruktur. Hier gibt es... Hier brennt Licht. Hier sind überall Sachen verbunden. Hier brennt ein riesiger Leichenberg. Alles da. Und da ist ein Wasservibe, ne? Und was ist das? Hat's Neblinge, kein Wasservibe. Neblinge. Yo, Neblinge! Was jetzt, du Stück Dreck? Kommt mal her. Ja, komm rein. Komm rein. Ah, scheiße. Der hat gesessen. Hey, Stufe 27. Nice. Okay. Aber sonst gab es hier nichts, ja? Ein riesiger Scheiterhaufen, aber ohne Leiche. Ohne Opfer vor allen Dingen. Okay. So, wir müssen ungefähr in diese Richtung da. Ja. Das könnte was geben. Ja, ein Eingang, ein Höhleneingang. Okay. Cool. Cool. Wir speichern mal ab. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Eine Tür. Die kann man nicht öffnen. Ist nicht wahr, oder? Das gibt's doch nicht. Muss ich vielleicht erst einen Schlüssel suchen oder so? Ist es eine Quest, von der ich noch nichts weiß? Hier gibt's ein Lagerfeuer. Wir müssen mal ein bisschen in der Ansicht hier verweilen. Vielleicht gibt's hier irgendwo einen Hinweis oder... Nekromantie, die verbotene Magie. Lederbalg, abgenutzter Silber, hoppla, reines Silber, leere Flasche, Zwergenschnaps, alles da. Sogar eine leere Flasche. Gibt es hier irgendwo eine Schnellreisekreuzung? Ah, noch mehr Gegner. Noch ein Nebling. Ja, noch mehr Neblinge.
Ach nein. Okay. Wow, scheiße. Das ist mehr. Scheiße, ich verreck gleich. Okay, der ist schon tot. Einer ist noch. Puh. Alles klar. Ich glaube, wir müssen noch ein paar mehr hier killen, bis das Dorf befreit ist. Könnte ich mir vorstellen. Okay, da ist noch einer. Ah, Mist. Okay. Okay, okay. Puh. So, Moment, ich muss gerade mal gucken, wo waren wir jetzt eigentlich rumgelaufen? Das sieht man jetzt natürlich gar nicht, ne? Wir müssen da... Das wäre mein Ziel, da komme ich aber nicht hin. Zumindest... Na gut, zumindest nicht durch die Tür, ne? Vielleicht müssen wir irgendwie außen rum oder so. Weil hier kommt man ja sonst nicht hoch, das ist alles zu steil. Wobei, Moment. Nee, der Sprungtrick, der klappt ja auch nicht. Vielleicht irgendwie hier außen rum oder so. Das ist aber das letzte Stück, was da so, wo man nicht hinkommt. Okay, wir gehen ja mal alles durch hier. Das scheint eine größere Sache zu sein. Hier gibt es auch Häuser, die man betreten kann. Das jetzt nicht unbedingt, aber das hier eventuell. Kann man da rein? Da kann man sogar rein. Puppen, Zwergenschnaps, zerbrochene Hake, die brauchen wir unbedingt. Draht, Zwergenschnaps, Puppe. Jede Menge Puppen. War vielleicht das Kinderhaus, wer weiß. Oh, Autosave. Okay, die Hütte ist leer. Hier ist auch nichts. Ein ganzer Ort ohne einen Hinweis, das kann ja nicht sein. Und dieser Berg ist einfach zu groß, zu steil, dass man da so nicht hinkommt. Da helfen auch die bekannten Skyrim-Tricks. Na gut, manchmal helfen sie, aber nicht immer. Wobei, das könnte wieder funktionieren. Hier oben lang. Hier ist die Wand. Genau, das war die Stelle. Ne, da oben sehe ich den Baum und da ist auch... Was ist denn das da hinten? Das ist ein Feuer oder Glut oder irgendwas? Aber ich komme von hier aus... Also man soll von hier aus da nicht hinkommen. Man muss durch die Tür, hundertprozentig. Habe ich wenigstens hier eine Schnellreisekreuzung entdeckt? Entdecken können? Nee. Den müssen wir, glaube ich, auslassen. Das wird ja nichts. Hopp. Den da.
Das ist schade, aber ich kann es nicht ändern. Ich muss da mal eine Runde googeln. Ich weiß nicht mehr, wo das hier genau ist. Wo wir hier eigentlich sind. City der Weiß. Das hilft uns nichts, aber vielleicht gibt's hier was drin, was uns helfen könnte. Denn diese Tür lässt sich aufsprengen. Eine Truhe, mehr nicht. Ziegenhaut und Seide. Sonst nichts. Oh. Und da war die Tür schon rot. Ich dachte, was? Geralt hängt wieder irgendwo fest. Wo er nicht hängen soll, aber er tut es trotzdem, weil er es kann. Genau, da waren wir schon drin gewesen. Und dann geht es ja halt sonst weiter. Genau, da waren wir gewesen. Also da versuchten wir auch hochzuspringen. Das klappt so nicht. Und da hätten wir, glaube ich, das Endegelände, ne? Hier ist Endegelände. Genau, wo sind wir jetzt? Mal gucken. Also ab hier gibt es nichts mehr. Das ist alles, die Karte ist quasi schon, ja, schon hier zu Ende. Geht, wir können bis hierhin gucken, aber weiter geht's nicht. Okay. Ach, das ist ärgerlich. Irgendwie ärgert mich sowas. Dann sollte von mir aus einen großen Berg dahin zaubern oder sowas. Oder von mir aus ein See oder so. Dass man zumindest nicht dahin könnte. Ich meine, man kann dahin gucken, also kann man auch dahin laufen. Finde ich ein bisschen, naja, unsichtbare Wände halt. Das geht, finde ich, gar nicht mehr. In Spielen ist es mittlerweile echt verpönt. Also ich würde es zumindest verpönt immer betrachten. So, gut. Auch hier wieder. Ah, das klappt sogar ganz gut. Manchmal lässt sich plötzlich ein bisschen biegen, ne? So, auch hier nichts mehr. Wir sind wieder viel zu lange hier, haben wir rumgestochert. Langsam. Da ist ein Loch. Ein riesengroßes. Okay, Moment mal. Ich bin ja eine Hobbyarchäologe, ich muss ja immer rein. Oh, fuck. Ich glaube, das ist unser Eingang. Da drin ist... Was ist das? Da drin ist was ganz Böses, glaube ich. Ich meine, der Baum da oben sieht auch ganz böse aus, aber... Oh, scheiße. Okay, wisst ihr was? Wir machen mal diese Folge einen etwas früheren Cut, denn ich weiß genau, wenn ich da reingehe, dann wird es eine Überlänge-Folge und das wollt ihr, glaube ich, auch nicht. Und ich vor allen Dingen auch nicht. Danke fürs Zuschauen und fürs Mitfiebern. Dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und mal gucken, was drin ist. Ich bin schon gespannt, was drin ist. Aber es geht auch sofort weiter, ja? Also, dann bis morgen. Ciao.